73.954 Euro. Bevor dieses Video anfängt, muss ich diese Summe in den Raum werfen. Denn genau diese Summe haben wir gemeinsam innerhalb eines Wochenendes, innerhalb von 2 Tagen, gesammelt für die Menschen in der Ukraine, die ihr Zuhause verloren haben, die von zu Hause vertrieben worden sind, deren Zuhause zerstört worden ist. Und ich wollte eigentlich wieder meinen Aufruf davor schalten, den ich schon bei dem Mercedes-Werkstatt-Videodebakel gemacht habe, aber ich wollte einfach mal persönlich Danke sagen und ich wollte euch diese Summe nennen, damit ihr wisst, wie krass ihr seid, wie krass wir sind, was wir als Community tatsächlich erreichen können. Deswegen sage ich immer, je größer diese Community, desto mehr kann man erreichen, auch in solchen Sachen. Und ich bin wirklich unfassbar stolz darauf, dass ihr so eine unfassbare Summe gespendet habt, dass wir das gemacht haben zusammen. Ich habe den ersten Betrag in den Topf geworfen und dann habt ihr nicht mehr aufgehört. Macht bitte weiter, denn ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie viel das den Menschen dort vor Ort hilft. Ich habe ja diese Spendenaktion am Freitag vergangene Woche, also am 25. mit der Caritas ins Leben gerufen und seitdem spendet ihr fleißig und macht bitte weiter. Ihr findet den Link unten in der Beschreibungsbox. Ich hätte es zwar nie gedacht, aber wahrscheinlich kriegen wir die 100.000 Euro zusammen. Und was das an Hilfe bedeutet für diese Menschen dort, die so vom Krieg jetzt gebeutelt sind, das ist wirklich Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Mit nur einem einzigen Video haben wir das geschafft. Wir schaffen also auch die 100.000. Macht fleißig weiter. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Video, wo es um die Mängel meines Fahrzeugs geht und wie Mercedes darauf reagiert hat. Die unglaubliche Reaktion von Mercedes darauf. Wird also eine spannende Sache. Jetzt umso mehr nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, weil wir als Community, wie ihr seht, so viel erreichen können. Die 300.000er Marke ist das nächste Ziel. Und dann zeige ich euch mal, was an meinem Auto im wahrsten Sinne des Wortes schief läuft. Schön, dass ihr da seid. So, also kurzes Vorwort, das ist glaube ich ganz wichtig an dieser Stelle. Mercedes hat ja jetzt mit diesem, man kann sagen, ersten Teil ziemlich sein Fett weggekriegt, also mit diesem Werkstattproblem-Video, obwohl es ja gar nicht offiziell der erste Teil ist von diesem Video. Aber sehr viele von euch haben sich ja das Maul zerrissen über Mercedes, zu Recht auch teilweise natürlich, was den Service angeht. Aber einige haben das, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden, die dann auch gedacht haben, ich würde jetzt irgendwie zu einer anderen Marke wechseln, nur weil ich jetzt zum Beispiel bei Porsche da geladen habe, an dem Autohaus. Dem ist nicht so. Ich liebe dieses Fahrzeug. Es bezaubert mir jedes Mal ein Grinsen ins Gesicht, wenn ich damit losfahre oder wenn ich damit fahren kann. Es ist auch trotzdem, also man merkt schon den Preis, es ist schon State of the Art in vielerlei Hinsicht, was eben Interieur angeht. Natürlich auch Power, die Abrufbarkeit dieser Power, also dass der Motor nicht überhitzt, die Ladefähigkeit und auch die Zuverlässigkeit dieser Ladefähigkeit immer wieder, die Routenplanung, die Sprachwahl. Also es ist wie gesagt in vielerlei Hinsicht absolut noch State of the Art. Ja, das dürfen wir nicht vergessen und ich liebe dieses Auto. Aber es gibt halt einige Sachen, die laufen tatsächlich sehr schief und das sind die Spaltmaße. Die sind wirklich teilweise sehr gruselig und in diesem Video werdet ihr diese Spaltmaße sehen. Ich zeige sie euch alle und ihr werdet dann die ja, unfassbare Reaktion von Mercedes darauf hören. Bei dem ersten Video tut mir natürlich schon leid, dass das jetzt so irgendwie so gekommen ist, weil die haben ja schon echt fett ihr Fett weggekriegt. Aber in Sachen Service war ich da halt einfach enttäuscht. Und das tut mir auch leid für die Mitarbeiter dort. Aber das darf halt so nicht laufen. Und das mit dem Nachtanken sehe ich auch ein. Klar muss man das nachtanken, das Fahrzeug, wenn man es zurückgibt. Also das Ersatzfahrzeug. Aber ich habe halt gedacht, wir gehen jetzt weg von von dem, was in Verträgen drin steht und versuchen irgendwie dem Kunden entgegenzukommen. Ja, wenn er schon viel länger sein Auto in der Werkstatt hatte, als es eigentlich geplant war. Darum geht es nur. Und das wurde halt nicht gemacht. Also wurde dann schon gemacht, aber viele andere Dinge sind auch schiefgelaufen. Wie gesagt, also ich wollte nur mal sagen, wird immer ein bisschen heißer gekocht, als es ist. Aber ich finde es trotzdem wichtig, solche Erfahrungen zu teilen. Gut, jetzt kommen wir mal zum Fahrzeug per se und zu dessen Spaltmaßen. Jetzt muss ich eines sagen, ich habe von einigen Fahrzeugen gehört und auch einige selber abfotografiert, die zum Beispiel keine Probleme haben oder zumindest nicht so große. Das heißt, es ist jetzt kein generelles EQS-Problem, wie es aussieht. Kann ich jetzt natürlich nicht so genau sagen. Ich habe jetzt einige Ausstellungsfahrzeuge gesehen in der Niederlassung auch. Ich zeige euch dann die Bilder noch in diesem Video.
Aber einige, die das Fahrzeug ausgeliefert bekommen haben, haben auch gesagt, ja, keine Spaltmaßprobleme. Ist halt die Frage, was so deren Definition ist, von welcher Marke sie kommen, was sie gewöhnt sind. Ich für meinen Teil kann das leider nicht behaupten. Fangen wir mal an. Hier vorne. Und zwar, wenn ihr jetzt mal dieses Spaltmaß hier anguckt, werdet ihr feststellen, dass nicht nur der Spalt sehr groß ist, sondern der Spalt auch noch konisch läuft. Das heißt, während er hier vorne, also der Kotflügel, auf die Motorhaube trifft, ist das hier hinten nicht so. Das heißt, von hier vorne drauf geguckt, sieht man das ja am allermeisten. Na, wenn man von der Seite guckt, dann sieht man natürlich auch ein fettes Spaltmaß. Das ist halt einfach unschön. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wenn man jetzt den Kotflügel hochziehen würde mit Schrauben oder was auch immer, hätte man natürlich das Problem, dass du trotzdem eine Ungleichmäßigkeit hast. Hier stoßen wir ja schon an, also wo willst du es hochziehen? Nur hier hochziehen geht ja nicht. Das heißt, es ist eigentlich eine verlorene Sache. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wenn wir hier genau drauf gucken, schaut mal diesen Überhang an. Also die Motorhaube als solche ist ja hier so draufgesetzt und hängt hier in den Kotflügel rein. Ist auch relativ untypisch, ist ja bei Autos normalerweise nicht so. Und dann hat man hier diese Kante. Seht ihr das? Das ist schon krass. Ne? Und dann das Spaltmaß. Hier passt ja schon fast die Kuppe meines kleinen Fingers rein. Hier passt gar nichts rein, weil es hier schon auf Stoß ist. So, selbiges Problem haben wir tatsächlich auch auf der anderen Seite, wenn wir uns die angucken. Erstmal von hier, frontal. So, haben wir genau das gleiche Problem. Seht ihr das? Hier ist schon Stoß und da unten klafft es auf. Sogar vielleicht noch schlimmer. Ne? Und wenn man von vorne halt drauf guckt, dann merkt man das schon, gerade von hier so. Das sieht ja total schief aus. Ne? Ich meine, irgendwann mal gewöhnt man sich dran, man guckt nicht mehr hin. Aber wenn das dann jemand anmerkt, ist es schon irgendwie so ein bisschen peinlich, finde ich. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt guckt euch mal hier den Stoß an. Da ist mein Schatten drauf, aber das macht nichts. Das ist sogar noch besser sichtbar. Hier sieht man einen ganz krassen Stoß, einen ganz krassen Stoß. Und du guckst ja hier auch durch. Sieht wirklich richtig gruselig aus. Jetzt, wo ich mich damit beschäftige, stört es mich wieder wirklich richtig. Man vergisst es ja, aber es ist halt einfach keine Lösung. Schaut mal. Also wenn man es hier jetzt hochzieht, hochziehen würde, ja, es geht halt einfach nicht. Also das nachzujustieren geht nicht. Jetzt seht ihr mal ein paar Bilder von Fahrzeugen, die ich in der Mercedes-Niederlassung in München abfotografiert habe, im Ausstellungsraum. Das ist ein silberner. Da ist zum Beispiel dieses Spaltmaß auch da, aber es ist ein gleichmäßiger Spalt. Das heißt, würde man den Kotflügel hochziehen, wäre es wieder passgenau. Hier kann man ja nicht hochziehen bei mir. Das ist auf jeder Seite eigentlich viel besser gewesen bei dem als bei mir im Vergleich. Ja. Und ja, das ist halt etwas, das gefällt mir halt leider nicht. Ne? Und auch hier letzten Endes ist es ja nicht wirklich, also dieser Bogen müsste ja eigentlich ein einziger Bogen sein, ohne dass man hier, hört mal, ne? Dieses Geräusch macht es ja nur, weil mein Finger von dieser Linie hier auf diese hier springt. Und das darf ja eigentlich nicht sein. So, dann kommt folgendes Problem. Schaut euch das mal an. Das ist halt auch schon so. Also das war schon, ich hatte ja den Wagen am 29. Dezember bei Ebert abgeholt in Weinheim. Und da ist uns ja allen das schon aufgefallen. Ne? Da hieß es schon, ja schau mal, so spaltmaßmäßig so EQS. Für die war das ja der erste EQS, den sie ausgeliefert hatten. Vorhin ja nur S-Klassen. Und ich habe schon viele S-Klassen angeguckt, E-Klassen, G-Klassen, alles bei Mercedes. Da gibt es diese Spaltmaßproblematik nirgendwo. Das ist nur beim EQS so. Und das ist uns natürlich allen sofort aufgefallen, auch dem Francesco. Und alle haben auch gesagt, puh, bei so einem Auto geht halt eigentlich gar nicht. Ne? Und bei Tesla gab es ja schon einen großen Aufschrei wegen dieser Spaltmaß. Und Tesla ist ja wesentlich günstiger und hat auch nicht diese Fahrzeugbauexpertise wie Mercedes seit so vielen Jahrzehnten. Und dann hat man das halt hier trotzdem. Ne? Also zurück zu diesem Punkt, schaut euch den mal an. Seht ihr das? Hier ist der Lack ja schon abgesprungen an dieser Ecke. Hier. Na? Hier. Das heißt, wenn das hier abspringt, splittert der Lack hier ab, hier, und zieht sich dann hier nach oben. Und dann splittert das hier komplett weg. Und das ist natürlich madig. Also das hier ist wirklich richtig schlecht. Das ist echt nicht gut. Schaut euch das hier mal an. Ne? Hier steht es schon frei, weil hier diese Lackspitze ist. Ich mache mal einen Schatten drauf. Das sieht man ja auch so aus. Wenn ihr drauf guckt, dann hängt ja hier so ein Tropfen. Seht ihr das? Wie das ausschaut? Schaut ja furchtbar aus. Ne? Seht ihr das? Also nicht nur, dass es übersteht, sondern es hat dann auch noch so einen Tropfen. Also das ist halt leider überhaupt nicht gut. So, dann ist hier alles in Ordnung soweit, aber leider nur hier. Denn auch hier drüben haben wir einen Lacktropfen. Guckt euch den mal an. Hier drin in diesem Spalt, der ist jetzt nicht so dramatisch letzten Endes, weil man hier
das wegbrechen könnte, theoretisch auf einem Messer oder sowas. Aber hier ist auch so ein Lacktropfen. Das ist halt einfach nicht der Qualitätsstandard, wie das natürlich sein sollte. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und auch sonst solche Sachen wie zum Beispiel hier, ne? Also das sind halt solche Sachen. Das ist alles eine Frage dessen, wie man diese Blenden macht. Diese Blende hier ist zum Beispiel viel zu lang, weil wäre sie nicht so lang, dann würde sie genau hier enden, wo diese Linie drunter. Also ich mag es halt nicht, wenn verschiedene Linien verschieden dick sind, die in eine Richtung laufen. Ne? Und das hat man ja hier drüben letzten Endes auch. Ne? Hier ist es schmaler als hier oben. Und das verstehe ich nicht. Und genau dieses selbe Problem hat man hier auch. Mir wurde sogar gesagt, dass diese Leisten nicht immer gleich lang sind vom Hersteller, weil die kauft ja Mercedes ein. Ne? Und jetzt schaut mal, auch wenn man hier drauf guckt, siehst du hier ja, das ist die Tür, die ist natürlich einwandfrei, so vom Spaltmaß her, aber hier oben, dadurch, dass dieses Plastik nicht lang genug ist, wirkt halt hier so eine Zahnlücke. Hier oben ist es breiter als hier. Das heißt, hätte man dieses Plastik länger gemacht, dann würde das besser schließen. Und es ist jetzt auch nicht so, als dass man sagen könnte, dass jetzt die Tür irgendwie, ja, machen wir mal auf, dass jetzt diese Kante da auf die andere stößt, überhaupt nicht. Also nicht mal ansatzweise. Egal wie man aufmacht oder zumacht oder was auch immer, die Tür öffnet ja sowieso so. Also hätte man machen können. Ne? Und es hieß, das kann sein, dass bei einem anderen Fahrzeug diese Lücke nicht so groß ist, weil diese Plastikteile, also diese Blenden hier, die ja Shadowline sind, die gibt es ja auch in Chrom, länger sind. Bei anderen Fahrzeugen. So, jetzt kommen wir zum hinteren Kotflügel. Und der hintere Kotflügel ist leider auch ein Punkt, der teilweise sogar noch ein bisschen schlimmer ist als das, was wir vorne sehen. Das ist genau das, was ich in der Werkstatt angesprochen hatte bei meinem ersten Termin, wo man mich so ein bisschen mit Fragezeichen angeguckt hat, warum ich jetzt darüber rede, weil man nicht gecheckt hat, dass ich ja der Halter des Fahrzeugs bin letzten Endes. Hier, schaut mal das. Seht ihr das? Das hier. Dieses Zackige. Ich habe erst gedacht, das wäre ja falsch gemacht. Ist es aber nicht. Das ist eine Steinschlagschutzkante. Ja. Und diese ist deswegen da, weil diese Linie hier ziemlich filigran ist. Und logischerweise schleudert natürlich vom Reifen der Stein halt hierhin und hierhin. Ne? Hier genau hierhin. Und deswegen hat man das hier dicker gemacht. Aber auf diese Art und Weise finde ich das halt überhaupt nicht schön. Das kannst du ja nicht machen und dann sagen, es ist normal so. Ich habe bei anderen geguckt. Bei einigen ist es schlimmer, bei anderen ist es besser, aber es ist immer irgendwie so huckelig. Und das Problem ist auch, du guckst ja von hier und ich meine, hätte man es nur breit gemacht, okay, nach innen. Aber es ist ja huckelig. Ihr seht ja, es wirkt ja so, als hätte meine Tochter entweder das mit Tippex ausgebessert oder selber mit der Schere geschnitten, irgendwie so den Radkasten. Also es wirkt absolut dilettantisch. Hier hat man das auch so. Ist auch nicht schön, ist eine absolute Sichtkante. Also ich meine, wenn man hier steht, sieht man das ja auch, wenn man will. Und da hat man auch das hier, ne? Auch diese Steinschlagschutzkante. Das ist nicht aus Versehen so, das ist mit Absicht so. Aber mit Absicht, das so ästhetisch unschön zu machen, das kann ich halt irgendwie überhaupt nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man auf die andere Seite geht, dann wird man feststellen, dass das gar nicht so sein muss. Weil hier ist schon ein bisschen besser gemacht. Also auch nicht schön, aber schon besser. Man sieht ja auch, hier ist es breiter und dann wird es immer schmaler. Und hier ist es dann ganz dünn, weil hier fliegen die Steine ja nicht hin. So, ne? So, zack. Und dann kommt hier der schönste Teil, ironischerweise. Ne? Und das ist der hier. Das ist Katastrophe. Also das ist wirklich absolute Katastrophe. Das hier ist auch Silikon. Also wenn ich mit meinem Fingernagel da reindrücke, ist das Silikon. Zoomt das drauf. Ja, jetzt sieht man es sehr schön. Jetzt seht ihr das sehr schön, wie das ausschaut. Und das ist eine Katastrophe. Ne? Also schaut furchtbar aus. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Erst hieß es ja von diesem Mitarbeiter in der Niederlassung beim Service, schneidet die Maschine mal so, schneidet mal so. Dann meinte er beim zweiten Termin, es wäre ein Transportschaden. Was denn nun, muss ich fragen. Aber egal, was es ist nicht akzeptabel. Weil guckt euch das mal an. So, hier. Auch, ne? So, seht ihr das? Das ist ja zackig. Also du guckst auf dieses Auto und der Radkasten, der eigentlich auch hier die Aufmerksamkeit auf eine schöne Felge lenkt. Ich habe ja, die Sommerfelgen habe ich ja da hinten drin. Ne? Da guckt man ja dahin und dann sieht man so eine Zackigkeit, wenn man genau, ich sehe es ja schon von hier. Ich sehe ja schon von hier diese Zackigkeit im Radkasten. Das ist ein No-Go. Also das ist leider wirklich ein absolutes No-Go. Ja? Ah, und übrigens, ja, die mittlere Wand ist weg. Jetzt wird das hier noch fertig gemacht, ästhetisch. Aber jetzt kann ich endlich richtig reinfahren. Was mir halt auch noch leider fehlt aktuell, ist meine Wallbox. Die liegt da hinten noch auf dem Boden, weil ich kriege jetzt die Photovoltaikanlage bald. Und dann wird das alles zusammen gemacht. Ich lade jetzt aktuell mit dem Juice Booster, der hängt da an der Wand.
ne, mobile Ladelösung. Ich fahre jetzt gleich nach Hamburg heute und nehme meinen mobilen Juice Booster mit. Und ich habe ja noch diesen Juice Booster, der als Wallbox fungiert, damit auch meine Frau laden kann. Und der hängt jetzt hier, habe ich hier so provisorisch dran gemacht, über die rote Industriesteckdose. So könnt ihr halt unterwegs laden. Findet einen Link dazu in der Beschreibungsbox unten. Ist ein ziemlich cooles Ding, weil es halt sehr robust ist. Und das ist meine Envision Digital Wallbox, die mir auch ehrlich gesagt ziemlich fehlt, weil ich überhaupt nicht sehen kann, wie viel ich nachgeladen habe. Ne? Also ich lade andauernd und sehe es nicht. Ich habe jetzt auch ein Viertel nachgeladen. Ich würde halt gerne Übersicht sehen, wie viel ich jetzt geladen habe. Gut, zurück zum Auto. Jetzt kommen wir zum Heck. Die Heckpartie finde ich immer schöner bei dem Auto. Also ich habe mich richtig verliebt mittlerweile, komme auch mit der Farbe gut klar. Dazu aber gleich noch mehr. Und wenn man sich dieses wunderschöne Heck anguckt, wird einem irgendwann auffallen, wenn man genauer hinguckt, Moment mal, was sehe ich denn da? Ja, du siehst, dass diese Lichtleiste, diese hier, nicht bündig mit dem Heck, mit der Heckleuchte endet. Ne? Hier, absolute Kante. Absolute Kante. Ist viel zu weit oben. Ne? Also letzten Endes müsste das ja weiter runter. Jetzt ist es so, dass ich vom Ofe noch damals die Info habe, als ich mit dem Tesla Model S bei ihm war, dass bei Tesla auch dieses Problem war, dass der Kofferraumdeckel zu stark geschlossen hat und dann bei Tesla hier so eine Kratzlinie hinterlassen hat auf der Ladekante. Und er hat gesagt, das kann man einstellen, sodass es nicht so fest schließt. Und bei Tesla fällt das ja dann auch nicht auf, weil die ja nicht so eine Lichtleiste hinten haben. Aber das ist halt irgendwie so kein Zustand. Ne? Guckt euch das mal an. Hier auch. Ne? Ich habe einen anderen, einen schwarzen EQS, einen privaten an der Ladesäule gefilmt, sei schon abfotografiert. Und bei dem zum Beispiel war das nicht so. Das Bild seht ihr jetzt zum Beispiel eingeblendet. Da seht ihr, dass diese Lichtleiste eigentlich bündig ist mit dem mit der Heckleuchte. Also das scheint irgendwie auch nicht so ein typisches Problem zu sein, aber bei meinem ist es halt so. Absolutes No-Go. So, das ist ja aber noch die halbe Wahrheit. Hier kommt die richtige Wahrheit. Guckt mal her. Das hier, wieder so eine Zackigkeit, wie auch schon im Radkasten. Wenn du hier drauf guckst, ja, schaut mal, wie zackig das ist. Warum? Zeige ich euch gleich. Hier sehen wir selbiges Problem. Hier kommt die Linie und hier wird sie irgendwann also einfach, ja, keine Ahnung, hier trifft sie sich ja fast. Hier, ne? Also, wenn ihr jetzt drauf guckt, sieht das total schief aus, als wäre der Kofferraum schief. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir hier diese, auch wieder diese Lacknase haben oder was das ist. Und die ist halt ein bisschen schief. Und dadurch wirkt das so, als wäre das hier alles nicht gerade. Wobei ich auch nicht so das Gefühl habe, dass das hier gerade ist, weil es hier so schief wird und dadurch natürlich so eine gewisse Neigung entsteht. Ne? Und dann natürlich nicht zu vergessen, dieser Teil hier, schaut euch das mal an. Hier, seht ihr das? Das ist dieses andere Zackige. Weil das einfach so verarbeitet ist, dass es halt einfach so zackig gemacht ist. Ist ja auch alles nicht so schlimm, wenn es drinnen wäre, aber es beeinflusst ja auch die Draufsichtkante und dadurch wirkt das alles komplett zackig. Das findet man aber auch an verschiedenen Stellen wieder, auch hier, gut, hier ist es nicht schlimm, weil hier sieht man es nicht, aber hier sieht man es wieder, diesen Tropfen hier, ne? Also das ist ja nicht schön. Das darf ja eigentlich so nicht sein. Also, das sind die Baustellen. Dieses Stück hier, hier sieht man es auch ein bisschen. Hier, ne, das ist zum Beispiel, ist einfach, also wenn man so guckt, ne, man sieht ja sofort, dass diese Lichtleiste einfach viel höher gesetzt ist als die Heckleuchte. Das finde ich einfach nicht schön. Ne? Dann das, ne? Das, dieses Zackige hier, Radkasten, diese ganzen Probleme, die man da hat. Vorne die Steinschlagschutzkante, hinten die Steinschlagschutzkante, wo es dann dummerweise bei mir, und mir ist es ja egal, Transportschaden, Werkschaden, was auch immer, das darf so nicht sein, diese Zackigkeit, sieht katastrophal aus. Ne? Sicherlich wollt ihr mal von innen das sehen, so die Tür. Denkt euch jetzt hier nichts, weil hier meine Tochter immer aussteigt, aber sie haut auch hier nicht mit dem Fuß dagegen, das finde ich super lieb von ihr, dass sie da aufpasst. Ja, geht so. Also hier gibt es keine Probleme eigentlich. Wenn man sich das hier anguckt, hier unten ist natürlich auch ein bisschen zackig. Aber das ist alles, was man nicht sieht, stört mich jetzt nicht so sehr. Man sieht da ja nichts. Ist alles einwandfrei, soweit. Na? Ach, was ich euch auch an dieser Stelle mal zeigen wollte, das ist ein kleines Insert. Ich stehe hier nämlich mitten auf der Vollsperrung auf der Autobahn. Ist dieser Sitz hier. Das ist ein neuer Kindersitz, den ich habe. Und wie ihr schon seht, steht da AMG. Ja, den habe ich, der Moritz hat mich angeschrieben von Britax Römer und hat mich gefragt, ob ich Bock habe, diesen Sitz auszuprobieren. Und ich habe gleich freudig Ja gesagt, weil das ist halt so ein Mercedes-Sitz. Zum Mercedes passt eigentlich ziemlich geil, so mit dem AMG. Und sieht halt auch richtig cool aus mit dem Rot. Wir haben auch für die Zwillinge
so Isofix-Stationen gekriegt mit Sitzen und die kann man so drehen, ja, nach vorne drehen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ja, und da möchte ich auch an dieser Stelle mal Danke sagen, weil das funktioniert ziemlich cool und mit diesem Alcantara und Celeste findet es auch richtig cool. Sieht ja auch wirklich cool aus, ne? Der Teil hier, der vielleicht schon mal aufgefallen ist, dass der ein bisschen weiter über diesem Teil steht, das hat mit Aerodynamik zu tun. Na, dann ist aber die Frage, ob es mit Aerodynamik zu tun hat, dass diese Tür hier bündig ist, aber auf der anderen Seite ist sie das leider nicht. Na, weil, wenn man von hier guckt, na, von hier glaube ich, hier seht ihr, dass das ein bisschen raussteht. Und der Schmutz hier ist auch Beweis dafür, dass hier schmutzig ist und hier nicht. Warum? Hier steht es raus, schleudert hoch, na? Müsste eigentlich weiter drin sein. Also wenn man so reinguckt, seht ihr natürlich auch die Kante von der Tür. Darf eigentlich auch nicht sein. Also das sind alles solche Sachen, die natürlich eigentlich nicht akzeptabel sind. Und bei Tesla hat man sich aufgeregt. Warum sollte man sich bei Mercedes nicht aufregen? Jetzt kommt aber die krasse Nachricht des Tages. Und da muss ich schon wirklich sagen, ich mache mir jetzt die Mühe nicht, weil es zu kalt ist, aber Chapeau, muss ich schon wirklich den Hut ziehen. Mercedes hat nämlich, also ich hatte schon bei der Werkstatt die Möglichkeit, die Teile bestellen zu lassen. Welche Teile sage ich euch gleich. Und dann wird das getauscht. Es ist so, dass ich natürlich mit Mercedes gesprochen habe und gesagt habe, okay, ich habe ja immer das Problem, ich weiß ja nicht, warum gewisse Entscheidungen fallen, weil ich bin und das ist dann nur bei mir so oder ich weiß es ja nicht. Und deswegen habe ich mit Mercedes gesprochen, also jetzt nicht in der Niederlassung, sondern mit höheren Stellen bei Mercedes und habe gesagt, Leute, schon von Anfang an, als ich das Auto im Dezember übernommen habe, mit Mercedes gesprochen und gesagt, Leute, ihr wisst, ich mache darüber Videos, weil ich kann ja auch nicht beratend in meinen Videos tätig sein für dieses Auto und darüber erzählen und wie ich es liebe und wie toll es ist und dann solche Spaltmaße verschweigen, weil ich kenne bereits drei Leute, die dieses Auto bestellt haben, blind bestellt haben wegen meinen Videos. Und wenn die dann nicht wissen, dass potenziell solche Spaltmaße auf sie zukommen bei dem Fahrzeugpreis, dann wird das natürlich auf mich abgewälzt. Das geht halt nicht. Und meine Aufgabe ist es ja euch auch darüber, was halt so abgeht, völlig egal ob in Elektromobilität oder auf ein Modell bezogen, bestens zu informieren. Und habe ich zu Mercedes gesagt, ich werde das thematisieren, das mit den Spaltmaßen, ob es euch gefällt oder nicht, ist jetzt halt nur die Frage, wie man darauf reagiert. Und Mercedes hat nach ein bisschen so, ich habe ein bisschen gewartet, so ein, zwei Wochen, habe ich wieder mit denen geredet und die haben gesagt, wir tauschen dir die Teile. Also wir tauschen die tauschen wirklich alle Teile. Heißt, Kofferraumdeckel wird getauscht, komplett weg, Kotflügel hinten, ne? Wobei ich da natürlich, ist natürlich ein bisschen Verschwendung, weil es geht ja nur darum und hierum und das kann man wiederum nicht tauschen, weil das nicht mehr Teil des Kotflügels ist. Also das wird wahrscheinlich so bleiben. Vorne allerdings nicht. Vorne tauscht man komplett die Motorhaube. Ich habe auch einen Lackeinschluss. Ich sehe den nur jetzt nicht, weil die Sonne so drauf leuchtet. War auch von Anfang an mit dabei, habe ich auch schon dokumentiert. Ist natürlich auch nichts bei so einem Auto, darf nicht sein. Motorhaube wird getauscht, Frontstoßstange wird getauscht, damit das Ganze hier einfach wieder eine Harmonie hat in diesen Spalten. Dann natürlich der Kofferraumdeckel, wie gesagt, und eventuell, je nachdem, wie sehr betroffen oder ob es überhaupt was bringt, dieses Heckteil hier. Und das ist ganz ehrlich in meinen Augen großes Kino. Das verdient Respekt, weil wir kennen diese Problematik damals von Tesla. Ohne jetzt auf Tesla zu bashen, weil in Sachen Service war jetzt Tesla auch nie schlechter. Letzten Endes haben wir ja genau solche Erfahrungen gehört von Tesla-Nutzern, wie jetzt ich bei Mercedes festgestellt habe. Also der Service war halt einfach leider nicht gut. Aber das verdient schon Lob, weil bei Tesla heißt es dann Qualitätsstandard, ganz speziell bei den ersten Riegen von Model 3, Model S und Model X, die Spaltmaße, abstehende Türleisten. Auch jetzt der Alex Bloch hat in Amerika ein Tesla Model S Plaid gecheckt und hinten in der Tür war auch ein extremer Abstand zwischen Leiste und Leiste. Und da heißt es dann halt Qualitätsstandard und da musst du halt damit leben. Und das ist ja eigentlich auch normal so, weil was sollen die groß tun? Hier wechselt man das aber aus. Und das finde ich ist ganz, ganz großes Kino in meinen Augen, weil du nicht alleine gelassen wirst mit deinem Problem. Klar ist es ärgerlich, dass es dieses Problem gibt, aber das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Schadensbegrenzung, weil es einfach den Kunden die Möglichkeit gibt, Luft abzulassen, zu sagen, okay, es wird gemacht, ne? Und das ist schon echt krass. Das sieht er zum Beispiel nicht so. Also ich sag, hab dir ja gesagt, abgesehen vom Fahrzeugpreis, die eben nicht gerade günstig ist, erwarte ich das, weil warum? Weil der Elektro jetzt ist, darf der Spaltmaßen haben? Geht's mal zur S-Klasse, ist da eine Spaltmaße zu sehen? So der gleiche Fahrzeugpreis, sagen wir mal so. Also da ist keine Spaltmaße zu sehen. Also, aber auch bei dem
A7 oder bei, warum ist dann beim A7 ist kein Spaltmaß, aber beim Audi e-tron GT darf Spaltmaß sein, weil es Elektro ist? Also das ist für mich nicht schlüssig. Also naja, aber es geht ja darum, dass sie es ja austauschen und dass ich das super finde, dass sie all diese Komponenten austauschen. Aber eben, da gibt es keine Spaltmaß oder sie wird immer ausgetauscht. Das heißt, du erwartest das und deswegen feierst du es gar nicht erst. Nein, was gibt es zu feiern? Ich zahle 50.000 aufwärts für einen Neuwagen, einen guten. Aber auch, denke mal, bei Opel wird der auch ausgetauscht, wenn du Spaltmaß hast. Also weiß ich nicht. Bei Tesla zum Beispiel wird es halt, wie gesagt, Qualitätsstandard. Ja, Qualitätsstandard. Aber Tesla hat eine andere Lebensphilosophie. Die Tesla-Ranten, nein, Spaß, die haben einfach diese Firmenphilosophie. Und wer die nachgeht, dann geht halt diesen Preis ein halt. Jeder Tesla-Fahrer oder weiß, da kann man mit Spaltmaßen rechnen. Beim Mercedes-Benz oder bei der Daimler AG darf ich nicht mit Spaltmaßen rechnen. Ja gut, also er hat schon nicht Unrecht. Allerdings finde ich, dass man heutzutage einfach so ein bisschen die Erwartungshaltung runtergeschraubt hat. Und da finde ich sowas als Errungenschaft, dass das halt alles ausgetauscht wird. Letzten Endes wird ja fast die ganze Karosserie bei dem Auto ausgetauscht. Ja, aber wenn sie scheiße bauen, wenn jetzt der Maurer schiefe Wände baut, die Wände schief sind, dann muss er sie nochmal neu machen, neu verputzen, weil sie schief sind. Und der schließt eigentlich fertig aus. Stimmt eigentlich. Was sagt ihr dazu? Ist wirklich eine super interessante Diskussion. Ich finde super, dass sie es machen. Ich feiere das, muss man, finde ich, schon betonen. Aber ich verstehe auch, was Francesco sagt, gerade mit dem Beispiel mit dem Maurer. Das stimmt halt einfach. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt sie bitte in die Kommentare, denn das ist schon auf jeden Fall eine Diskussion wert, weil ich will keinesfalls, dass irgendetwas so blumig dasteht, obwohl es gar nicht verdient hat, blumig zu sein. Unabhängig davon, ob ich es jetzt machen lasse oder nicht. Vielen Dank, Herr. Sehr gerne. V. Sehr gerne. Und man hat mich gefragt, sollen wir jetzt die Teile bestellen? Und ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden. Warum? Jetzt kommt die schlechte Nachricht an der ganzen Sache. Und diese ist einfach, dass diese Teile, die da bestellt werden, natürlich extrem Zeit brauchen. Jetzt ist es zum Beispiel nicht lieferbar. Wir haben Ende Februar und man hat mir gesagt, aktuell sind die Teile nicht lieferbar. Zum Beispiel Motorhaube, Frontstoßstange. So, erstes Problem. Zweites Problem, selbst wenn es dann da ist, und wir reden von Kofferraum, Heckstoßstange, vorderer Stoßstange, Motorhaube, müsst ihr ungefähr mit stabilen 3 Wochen rechnen, die ihr euer Auto nicht habt. Und ich habe da für mich abgewogen, innerlich, und habe mir überlegt, okay, will ich das? Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich einfach 3 Wochen nicht warten kann und nicht warten will. Weil es einfach so ist, dass ich ja auch Content create mit dem Auto. Na, deswegen habe ich auch dieses Auto und zum Beispiel keinen Taycan, weil mit dem Taycan brauche ich jetzt keine Videos mehr machen, sondern die Speerspitze der Elektromobilität, EQS. Wie verhält er sich, ne, mit Verbrauch und Langstrecke und Routenplanung? Alles, was ich schon gemacht habe und auch in Zukunft machen werde. Und ich kann nicht 3 Wochen mit Luft nach oben, falls irgendwas dazwischen kommt, auf mein Auto verzichten. Und das Resultat daraus ist natürlich, dass man dann mit den Spaltmaßen leben muss. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, okay, muss ich dann. Muss ich dann tatsächlich, auch wenn es mir nicht gefällt. Die einzige Sache, die ich da tricksen kann, ist, dass ich über eine Folierung nachgedacht habe bei dem Auto. Weil je heller ein Auto ist, desto mehr sieht man natürlich schwarz. Also wäre das Auto jetzt komplett schwarz zum Beispiel, siehst du ja all diese schwarzen Striche nicht, weil das Schwarz das verschluckt. Deswegen fand ich auch schon von Anfang an diese Bicolor-Lackierung gut, aber die war ja nicht lieferbar. Und deswegen habe ich mich für Diamond White entschieden, weil ich bin ein Weiß-Fan, weil das Kratzer von der Waschanlage sieht man nicht und dergleichen. Deswegen ist das schon ziemlich cool. Aber ich musste dann leider feststellen, dass Weiß nicht gleich Weiß ist. Und wenn ihr jetzt mal die beiden Autos vergleicht, ist das halt ein Creme, auch wenn es Diamond White heißt und Metallic Weiß ist. Und das hier ist wirklich Weiß. Und das ist noch nicht mal das weißeste Weiß, weil wenn du wiederum Volvo-Weiß daneben stellst, siehst du, was wirkliches Weiß ist. Und der hier ist halt wirklich weiß. Das ist, das ist halt ein Uni-Weiß, das ist kein Metallic-Lack, das schon. Aber das ist nicht wirklich weiß. Und je weißer das Auto, desto schöner harmoniert das natürlich auch mit solchen schwarzen Leisten. Und ich bin halt nicht so 1000%ig zufrieden mit der Farbe. So sauber, wenn er sauber ist, so wie jetzt, glänzt er natürlich extrem wegen dieser Metallic-Lackierung, wegen dieser feinen Partikel. Das ist wunderschön. Aber es ist nicht so ganz, es ist nicht besonders wild, es ist irgendwie fast schon zu elegant. Und deswegen habe ich, wie gesagt, über eine Folierung nachgedacht, die ich jetzt wahrscheinlich auch machen werde. Und dann sieht man zum Beispiel solche Sachen nicht mehr, ne? Weil man, da wird ja drüber foliert. Nichtsdestotrotz wird es ein kleines bisschen zackig bleiben, ist klar. Ne? Man muss überlegen, ob man das dann vielleicht abschleift, dann ist es aber die Frage wegen Leasing.
Ob man das dann darf, ist halt auch die nächste Frage. Dann hier ne, drüber folieren, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man mir so ein Auto ausliefert, ob das jetzt so zackig ist oder noch ein bisschen was abgeschliffen wird, macht ja dann eigentlich fast auch keinen Unterschied mehr. Genauso wie man hier halt das nicht sehen würde. Was man aber dann trotzdem sieht, ist natürlich das hier. Diese Kante. Das, da kannst du nichts machen. Und da muss ich mich halt entscheiden, bin ich gewillt, das Auto so lange abzugeben oder nicht. Und ich entscheide mich für oder nicht. Ne? Hier auch dieses, das, ja, da folierst du halt auch drüber, das siehst du dann nicht mehr. Lackeinschluss siehst du auch nicht mehr, weil er ganz fein ist auf der Motorhaube. Also wenn da drüber foliert wird, sieht man das tatsächlich auch nicht. Aber man sieht halt die Abstände. Nicht mehr so extrem, aber die Abstände vorne, wie gesagt, diese Übergänge, diese Spitzen, die sieht man dann halt schon trotzdem. Schwieriges Thema, aber man muss sich halt auch, muss es halt auch irgendwie so sehen, dass natürlich... Je später das gemacht wird, desto später könnte ich auch mit einer Folierung beginnen. Weil es geht ja nicht nur um die Folierung, damit ich diese Sachen kaschiere, sondern es geht ja auch mit der Folierung darum, dass ich die Farbe verändern will. Und wenn das dann irgendwann im Mai dann fertig ist, dann wird er erstmal foliert, dann ist vielleicht Mai, Juni. Und umso weniger lang habe ich ja die Folierung. Und das macht ja auch irgendwie keinen Sinn dann. Bei relativ kurzen Leasingdauern, ein halbes Jahr, nachdem du das Auto gekriegt hast, den Wagen zu folieren. Und so habe ich mich entschieden, das mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht zu machen, also nicht Gebrauch zu machen von dem, was Mercedes mir da angeboten hat. Aber ich muss halt einfach betonen, für euch gilt das, denn ich habe Mercedes natürlich auch gesagt, hey Leute, ihr könnt jetzt nicht für mich einfach das machen, nur weil das natürlich Negativwerbung ist, wenn der Wagen solche Spaltmaße hat, könnte man jetzt natürlich sagen, gut, klar, tauschen die dir das aus, weil es ist viel, viel günstiger, solche Bauteile auszutauschen bei einigen EQS, wo das vielleicht so der Fall ist, als jetzt irgendwie 30, 40 potenzielle EQS-Käufer zu haben, die abspringen wegen solcher Videos, ist natürlich günstiger, das auszutauschen, als diese Kunden zu verlieren. Kann man natürlich auch sagen, was der Motivator dahinter ist, weiß ich nicht, ist aber auch völlig egal. Ich finde es groß von Mercedes, dass sie das machen und ihr profitiert ja mit davon. Habt ihr also ein EQS, EQE, dann könnt ihr das so beanstanden bei Mercedes und kriegt diese Bauteile ausgewechselt. Und das finde ich wirklich groß. Finde ich wirklich top. Einzig schade ist wirklich, dass das so lange dauert, weil Werkstatt, ne, du bist ja nicht der Einzige in der Werkstatt. Und das steht mir halt so im Wege. Klar, jetzt für den Normalo ist es kein Problem, weil dann kriegst du einen Ersatzwagen und fährst halt damit rum. Aber für mich wäre ein Ersatzwagen eben wahrscheinlich garantiert kein EQS. Ein EQA oder EQB brauche ich nicht, weil ich fahre jetzt auch heute zum Beispiel nach Hamburg und dann nach in die Niederlande. Das sind keine Strecken, die ich mit EQA und EQB machen will. Deswegen habe ich auch dieses Auto hier. Und mit einem Diesel wiederum ist das zwar schön gemütlich, aber da kann ich zum Beispiel kein Content mitmachen. Also mir, für mich bringt es nichts, aber für den normalen EQS-Käufer, der halt keine Videos macht, ist das schon ein guter Deal. Kriegst halt einen Ersatzwagen und nach 3 Wochen sind die Probleme hoffentlich behoben. Und auch diese Leisten tatsächlich würde man mir tauschen, wenn ich es wünschen würde. Aber ganz ehrlich, es bringt jetzt auch nichts mehr irgendwie, keine Ahnung. Ich versuche jetzt einiges mit der Folierung rauszuholen und dann ist top. Also top in Klammern, bis auf das da vorne halt mit dieser Zacke. Ist jetzt halt so. Gut, lasst mich wissen, was ihr zu dieser Nummer sagt. Wie steht ihr zu dieser Kulanz von Mercedes? Ich finde sie toll. Und es ist halt einfach so, dass wenn es etwas zu kritisieren gibt, kritisiere ich das. Wenn es etwas zu loben gibt, lobe ich das auch sehr gerne. Und das muss ich auch wirklich loben. Den Service musste ich kritisieren. Da sind die Mitarbeiter leider selber schuld. Es nagt so ein bisschen an mir, weil es natürlich schon sehr viele Menschen angeguckt haben und auch sehr viel Shitstorm auf Mercedes war. Aber dann muss man halt im Servicebereich einfach an Stellschrauben drehen, dass das halt einfach nicht mehr so ist, wie es ist. Weil völlig egal, was da passiert ist und Auslegungssache. Aber was keine Auslegungssache ist, ist einfach die Art und Weise, wie man mit mir umgegangen ist. Und dass ich einfach ein schlechtes Gefühl dort hatte. Und das darf man als Kunde einfach nicht haben. So, sagt mir jetzt gerne in den Kommentaren, was ihr von der ganzen Sache haltet, von dieser Art von Kulanz. Und nicht vergessen natürlich auch die Caritas-Aktion Carmaniacs helfen, unten in der Beschreibungsbox. Findet ihr den Link dazu. Die 100.000er-Marke sollten wir eigentlich in den nächsten Tagen knacken können. Ich bin hochbegeistert davon, wie gesagt, dass ihr so viel gespendet habt. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit diese Community immer weiter wächst und wir einfach weiterhin so viel erreichen können. Vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Ich mache mir jetzt auf den Weg und Spaltmaße bleiben in diesem Fall, aber nicht für euch. Und das ist doch das Allerwichtigste. Schön, dass ihr mit dabei wart.